Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ja, heute sind wir wieder auf meinem zweiten Account unterwegs. Heute ist nämlich wieder ein Tag, ja, wo wieder ein bisschen was passiert. Mein Walla Walla geht nämlich heute auf Devo. Ja, genau, und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an. Ich glaube, ich habe hier noch nicht die ganzen Steine gekauft. Doch, habe ich. Alles klar. Gut, dann kann ich den nämlich jetzt direkt mal auf Devo ziehen. Eine Kopie habe ich, sonst genügend Splitter. Ihr seht schon, 167.000 Splitter auf meinem schönen zweiten Account. Und ja, dann würde ich sagen, geht er jetzt auf Devo, halt für die Dungeons, damit ich dann noch mal ein bisschen weiterkomme. So, Gegenstände verwenden. Ja gut, Bücher habe ich auch noch ein paar rumzufliegen. Na gut, ein paar ist gut, also eine ganze Menge eigentlich noch. Ruhmpunkte-mäßig bin ich auch ganz gut aufgestellt hier auf dem zweiten Account. Und ja, dann packen wir ihn erstmal auf Level 180, würde ich sagen. Und ja, dann bleibt er, denke ich mal, auch erstmal so. Oh, 33 von den krassen Büchern. So, bam, dann haben wir das. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Gold raiden. Habe ich hier irgendwas freigeschaltet? Da habe ich schon wieder... Achso, genau. Genau, ich bin einmal unter 80k gelandet und jetzt bin ich wieder über 80k. Und darum habe ich nochmal diese Animation bekommen. Mach einfach mal ein Questboard noch mit auf zwischendurch. Vielleicht habe ich ja jetzt sogar Glück und ich bekomme 5er Quicken. Für meinen schönen Eros, der freut sich dann nämlich dann drüber. 4er Schärfen. Sag mal, 4er Schärfen ist eigentlich gar nicht so schlecht, das Talent. Aber ich habe schon viele 5er Talente auf meinen ganzen Helden. Müssen wir mal hier hinten mal gucken. Die haben auch schon 5er. Lady Boom vielleicht. Ja, Lady Boom wäre eigentlich eine ganz gute Variante, ne? Ja, wir packen es auf jeden Fall auf die Lady Boom mit drauf. Die macht damit, denke ich mal, auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Dann haben wir nochmal einen Einer-Roll und einen Werwolf. Ja. Na gut, Werwölfe brauchen wir nicht so unbedingt auf diesem Account. So, genau. Und heute werde ich auf jeden Fall mich auch nochmal ransetzen an den Meister Dungeon 5. Da werde ich nochmal ein Video zu machen. Mal sehen, wie weit ich da komme. Mein Walla Walla ist ja dann soweit dann erstmal auf Devo gezogen. Heilt dann halt nochmal ein bisschen mehr. Und ich denke mal schon, dass ich dann dadurch auch... ja, besser vorankomme. Und ja, genau, das war jetzt erstmal so mein Ziel in diesem Video. Auch erstmal die Vorbereitung, sag ich mal so, auf die Dungeons. Aber ich denke mal, ja, das wird jetzt nicht so mehr schwieriger werden als das andere Mal davor, wo ich noch die Meister Dungeons gemacht habe. Also ich denke mal, das wird relativ schnell gehen. Ja, heute haben wir, glaube ich, auch nochmal dieses Ausgeben-Event. Ich weiß gar nicht, ob ich noch auf meinem zweiten Account nochmal ein bisschen rollen soll, aber, ja, keine Ahnung. Muss ich gucken. So, dann haben wir das, dann haben wir das. So, jetzt muss ich erstmal Gold sammeln, was ich eigentlich die ganze Zeit schon brauche. Komm, gehen wir einfach mal hier mit rein. So. Alter, der Walla Walla, ne? Der ist so nice, wenn der auf Devo geht. Ist einfach so overpowered. Dieser Schaden, der da rauskommt und die Heilung. Richtig nice. Wie die hier so angetippelt kommen oder angetippelt kommen. Richtig nice. So, dann haben wir das, haben wir das. Dann wählen wir ihn nochmal ganz kurz zweimal. Wegen der Quest halt. So, das haben wir. 3 Raids müssen wir noch machen. Oh Mensch, ich brauche mal welche, die ein bisschen Gold haben hier. Was ist denn los hier heute? Warte mal, der hier hat relativ viel. Dann schnappen wir uns den, würde ich sagen. Genau. Jetzt habe ich sogar... Also das war auf jeden Fall meine 4. Devo auf diesem Account. Ist ja doch schon ziemlich nice. Oh mein Rocknote, der hat ein bisschen Schaden bekommen. Aber jetzt geht's wieder. Ich könnte natürlich für die Dungeons jetzt noch meinen Anubis vom Skill her noch mal ein bisschen hochbringen.
Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so möchte. Eigentlich schon, aber ja, man muss halt ziemlich viel Splitter dafür aufwenden. Aber ich meine, ich habe sie ja auf meinem Account. Ich denke mal, das mache ich in dem Video auch noch schnell fertig. Wie gesagt, dann habe ich es halt ein bisschen leichter auf diesem Account. Ein bisschen weniger Damage und dann nochmal ein bisschen, also ein bisschen weniger Damage von den Gegnern und ein bisschen mehr Damage noch, die ich halt austeile, ist eigentlich schon ziemlich nice. Also da kann man nichts gegen sagen. Ja, PD mache ich nicht auf dem 10er Skill, weil halt der Bersi halt noch ein bisschen zu klein ist dafür. Da würde das in meinen Augen noch nicht so viel Sinn machen. Ja, die ganzen Bücher, Alter. Richtig nice. Dann machen wir das hier nochmal schnell. Die HP kommt an. Ja, gut, da sollte eigentlich kein Held sterben. Besonders wenn der Walla Walla ausgelöst hat. 48 Gems, ja, die nehmen wir ganz gerne mit. So, dann haben wir das, das, das. Dann upgraden wir nochmal den Walla Walla und leveln ihn. Na, wo ist er denn? Da. Nee, da auch nicht. Da. Erstmal auf Level 180. Und jetzt brauche ich nochmal ganz kurz ein bisschen Gold, damit ich ihn halt ancappen kann. Damit er halt nochmal ein bisschen die ganze Zeit aufleveln kann. Und damit er nochmal ein bisschen besser ist. Bisschen mehr Schaden macht und alles. Ich weiß nicht, als nächstes wird wahrscheinlich mein Anubis auf Devo gehen. Ich weiß nicht, ob ich davor nochmal eine 5, Level 5er Box kaufe, bevor ich den Anubis auf Devo ziehe. Weil ich habe halt wirklich gar keine Kopien von dem. Aber ja, naja, mal sehen. Wird schon. Wird schon irgendwie. Brauche ich 1000 Jahre, um dieses ganze Gold hier zu raiden. Oh, was haben wir denn hier? Achso, genau, weil ich das Questboard abgeschlossen habe. Ich verstehe schon. Bam, 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 bam. Alles damit rein. Dann nochmal den Damage-Zauber einfach mit drauf. Brauche ich zwar nicht, aber hey. Immerhin nochmal ein bisschen mehr Damage. Und jetzt kommt der Wogno. Und ja. Easy. Ja, zu wenig Gold, zu wenig Gold. Da könnte ich schon wieder überlegen, aber nö, zu wenig Gold. Die hat ein bisschen mehr. Ja, 500k, da denke ich immer so, ja, okay, das ist in Ordnung. Goldanzahl, so einmal mal alles einfrieren. Aber es ist so geil auf meinem zweiten Account, ich kann wirklich jeden easy raiden. Wenn ich mal so an meinen Hauptaccount denke, ja, es ist schon gar nicht so einfach. Ja, hier halt diese ganzen Gegner zu raiden, weil jeder ein Skiller hat. Viele haben jetzt auch schon eine Hüterin, die auch ziemlich nervig ist. Und ja, keine Ahnung, was haltet ihr davon? Auf jeden Fall wird es nicht einfacher. Das ist hier schon so auf meinem zweiten Account. Ja, eine chillige Variante. Ich setze bloß meine Helden hin. Die laufen so ein bisschen durch und ja, ihr seht schon, wird halt alles weggeschnetzelt. Oh Mann, ey, das wird so nice, wenn mein Anubis auf Devo ist. Alter, vor allem, ich habe ihn auch schon fast auf Level 200 gelevelt. Das heißt, es gibt auch mal schön viele Bücher. Ja, gut, der hatte kein Gold. Der hat auch kein Gold. Was haben wir mit dem hier? Der hat wenigstens ein bisschen Gold. Alles klar. Setzen wir dort, dort die beiden Zauber hin. Dann natürlich die ganzen Helden rein platzieren. Dann nochmal den Damage-Zauber und dann nochmal den Frost-Zauber mit rein, damit die wirklich gar nichts mehr machen können und einfach nur Opfer sind. Einfach nur Opfer sind, voll doof. So, ja, genau. Mein PD, alles klar. Der konnte nicht mal procken. So, ich brauche 5 Millionen Gold. Und ich kann gerade so jetzt die 5 Millionen Gold nicht verwenden oder halt habe ich die gerade nicht, weil ich die Zauber halt gekauft habe. Naja. Darum setze ich jetzt erstmal keine Zauber ein und dann mache ich den erstmal fertig und dann, ja, werde ich wahrscheinlich dann direkt im Nachhinein dann dieses Video mit den Dungeons machen. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen.
Wird, denke ich mal, doch schon ziemlich nice. Na, mal sehen, vielleicht schaffe ich das sogar gar nicht. Naja, werdet ihr dann sehen. So, Magie habe ich gar nicht gekauft, das ist ganz gut. Gut, jetzt ist wie gesagt mein Walla Walla auf Devo. Als nächstes ist mein Anubis dran. Wo ist er denn? Ja, der hat ja auch schon 7er Bollwerk. Vom Skill her, ich denke mal, ich ziehe ihn auf 10 von 10. Das macht, denke ich mal, am meisten Sinn. Warte mal. Waren das? Achso, genau. Immer diese Tasten. Manchmal will man immer beim Lagerhaus kaufen, dann muss man da kaufen. So, oh. Okay, das waren ein bisschen sehr viele. Ich glaube, ich muss 80k oder so ausgeben. Ja, ich werde mal so ein bisschen weniger als 80k machen. So. Genau. Gegenstände verwenden. 500 Stück. So. Bam, 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 bam. So, jetzt ist er auf dem 10er Skill. Da reduziert er nämlich nochmal ein bisschen mehr Damage, das was ziemlich nice ist. Die Damage-Optimierung ist mir gar nicht so wichtig. Es ist eigentlich eher so der Effekt halt, dass der den Damage reduziert. Naja. Jo, dann ist er jetzt auf jeden Fall erstmal soweit fertig vom Skill her. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentar mit reinschreiben, welchen Helden ihr hier in diesem Falle ein bisschen hochleveln würdet. Ich denke mal, ihr seid auch auf der Seite, dass ich halt den Anubis erstmal auf Devo ziehe und danach. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hier hinten von den Helden ein bisschen. Nee, eigentlich auch nicht so unbedingt. Na doch, ich könnte überlegen, ob ich den Phantomkönig mitnehme. Also mit Hochlevel für Lava halt. Hat ja schon eine 5er Streuung mit drauf. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich nur für Lava halt einen Helden hochziehen möchte. Das ist immer so eine Sache, weil ich brauche den sonst nämlich nirgendwo anders. Ich brauche den nur bei den, ja, nur bei Lava. Und bei den Wellen und bei Dungeons brauche ich den nicht. Naja, gut, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine Positivwertung da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.